Hallo, hier ist die Technik-Dela. Bevor es mit der Folge offiziell losgeht, eine kurze Ankündigung. Alle Menschen, die den Feed über die offizielle Königsbube-Dame-Gast-Webseite abonniert haben, bitte tut mir den Gefallen und abonniert den neuen Feed, denn der alte wird bald zusammen mit der Webseite sterben. Die Folgen bleiben euch aber erhalten, wenn ihr eben den neuen Feed abonniert. Die Adresse dazu und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung der Folge. Vielen Dank, bis später. Ciao, eure Dela. König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute in großer Runde zusammengefunden, um mit und für euch über Revival zu sprechen. Und bei mir sind wie immer der großartige Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Außerdem der wundervolle Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und zwei wunderbare Gäste, nämlich einmal der Mikado-Elefant. Hallo Mikado-Elefant. Hallo zusammen. Und einmal die großartige Lea. Hallo Lea. Hallo Dela. Moin. Ja, ihr seid ja beide schon mehrfach da gewesen in diesem Format. Gibt's bei euch irgendwelche neuen Entwicklungen, irgendwelche Sachen, über die ihr Werbung machen wollt oder sowas? Ich weiß nicht, ob es irgendjemand interessiert. Ich habe einen kleinen Warhammer-YouTube-Kanal. Einfach Lea 40k, also 40k und ansonsten habe ich nichts. Okay, und bei dir, Jan, ist auch alles wie gehabt? Bei mir ist auch alles wie gehabt, genau. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt rein in die Sache. Und Flo, du hast doch für diesen Roman bestimmt eine zeitliche Einordnung. Ja, als Stephen King seinen Roman Joyland geschrieben hat, da fielen mir so die Ähnlichkeiten zwischen Vergnügungsparks und Revival-Shows auf. In Joyland hat er ja auch die Figur des Buddy Ross, also der Vater von Annie, eingeführt. Das war ja so ein Wunderheiler und Prediger, der im Fernsehen und im Radio auftritt. Und diese Figur hat ihn nicht so ganz losgelassen. Also hat er dann angefangen, das Buch Revival zu schreiben. Deutscher Titel, englischer Titel sind hier gleich. Und als er fertig war, kam er zu dem Ergebnis: It's too scary. I don't even want to think about that book anymore. It's a nasty, dark piece of work. That's all I can tell you. Ja, ob das stimmt, weiß ich nicht so ganz, aber okay. Das Buch ist im November 2014 in den USA erschienen, wobei Amazon schon am 25. Oktober angefangen hat, es auszuliefern. In Deutschland hat es tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Es ist erst am 2. März 2015 hier rausgekommen. Gewidmet ist das Buch vielen, vielen interessanten Leuten. Mary Shelley, Bram Stoker, H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith, Donald Wanderai, Fritz Leiber, August Derlett, Shirley Jackson, Robert Bloch, Peter Straub und Arthur Macken. Das klingt schon mal ganz interessant, so ein Who is Who der Horrorschriftsteller. Aber ob nach seinem Ausflug in das Krimi-Genre seine Rückkehr in den Horror wirklich überzeugen kann, das werden wir heute besprechen. Und ja, Jonas erzählt uns jetzt, worum es in diesem Buch geht. Im Jahr 1962 lernt der damals 6-jährige Erzähler unserer Geschichte, Jamie Morton, den neuen Pastor der Gemeinde in Harlow, Charles Jacobs, kennen. Jacobs bringt etwas neuen Schwung in die Gemeinde und versucht ständig seine Leidenschaft, die Elektrizität, in Gleichnissen oder Veranschaulichungen unterzubringen. Und einmal schafft es sogar mittels Elektrostimulation, Jamies Bruder Con die Stimme wiederzugeben, nachdem der sie bei einem Skiunfall verloren hatte. Nach 3 Jahren in Harlow liegen jedoch Jacobs Frau und sein Sohn den Folgen eines Autounfalls und wenig später verlässt der nun ehemalige Pastor die Kleinstadt nach einer gotteslästerlichen Predigt. Jamie wächst trotzdem weiter in Harlow heran, beginnt Gitarre zu spielen, hat erste Auftritte mit Bands, wird dann schließlich auch Berufsmusiker und entwickelt ein ordentliches Drogenproblem. 1992 strandet er dann heroinabhängig und abgebrannt in Tulsa und dort begegnet er Jacobs wieder, der inzwischen eine Jahrmarktshow betreibt.
natürlich mit elektrischen Blitzentladungen. Jamie fällt dann vor der Bühne dort in Ohnmacht und findet sich in Jacobs Wohnwagen wieder. Dieser bietet ihm an, ihn von seiner Sucht zu heilen, und Jamie willigt ein. Mit einer Art Kopfhörer und ja, spezieller Elektrizität gelingt das Experiment sogar, wenn auch nicht ganz ohne Nebenwirkungen, die aber nach einiger Zeit verblassen. Jamie bleibt noch einige Zeit als Assistent bei Jacobs, bis dieser ja zum nächsten Rummel reist und Jamie ein Zugticket nach Denver hinterlässt, wo er ihm einen Job vermittelt hat. Den Job in einem Tonstudio hat er auch 16 Jahre später noch, als ihn sein Chef Hugh Yates darauf aufmerksam macht, dass Jacobs nun als Evangelist und Wunderheiler unterwegs ist. Hugh, der selbst einmal von Jacobs von Taubheit geheilt wurde, überredet Jamie, zu einer der Shows zu gehen. Allerdings hat Hugh dort einen Anfall seiner ja, eigenen Nebenwirkung, die er auch damals nach der Heilung schon hatte. Er sieht alles in ja, sehr bunten Farben, und diesmal zusätzlich erscheinen ihm alle Anwesenden zu menschengroßen Ameisen mutiert. Und er will in Zukunft nie wieder auch nur den Namen von Jacobs hören. Jamie lässt die Geschichte allerdings nicht in Ruhe, und der findet dann heraus, dass einige der von Jacobs gehalten zum Teil schwere Nebenwirkungen erlitten. Und nicht wenige begingen auch Selbstmord. Er spürt den inzwischen zurückgezogenen lebenden Jacobs auf und stellt ihn zur Rede. Dieser gibt zu, an einer Art geheimen Elektrizität zu forschen. Des Weiteren möchte er Jamie als seinen Assistenten einstellen. Der lehnt jedoch kategorisch ab und reist wieder nach Hause. 2014 dann hört Jamie erneut von Jacobs. Der steht in Kontakt zu Jamies erster Freundin, die inzwischen an Lungenkrebs erkrankt ist. Und der Deal ist, Astrid, die Freundin, wird geheilt und Jamie wird bei einem zukünftigen Experiment der Assistent. Und so geschieht es dann auch. Etwa ein halbes Jahr später beginnt dann das finale Experiment. Jacobs will eine Tote wiedererwecken und diese soll dann berichten, was sich auf der anderen Seite befindet. Von dort bezieht nämlich Jacobs seine geheime Elektrizität. Und ja, seine bisherigen Patienten haben immer nur direkt während der Behandlung irgendwas davon berichtet, konnten sich anschließend aber an nichts erinnern. Jedoch wird die Tote zu einer Art Portal in diese jenseitige Welt, und Jamie und Jacobs erhalten in einer Art Vision Einblick dort hinein. Ameisenartige Wesen versklaven die Toten, während sie selbst mächtigeren Wesen dienen, die man nur durch Löcher im Himmel erahnen kann. Jamie kann sich wieder aus der Vision lösen und erschießt die Tote quasi nochmal und verhindert so das Eindringen von fremden Wesen in diese Welt. Jacobs hat die Geschichte allerdings nicht überlebt. Und auch viele der von ihm Geheilten ja, haben in dem Moment eine Art Wahnsinn, sag ich mal, entwickelt und bringen sich und teilweise nahe Angehörige um. Und auch Jamies Bruder Con, der ja ganz am Anfang als Kind geheilt wurde, versucht das und lebt fortan in einer psychiatrischen Einrichtung. Dort kümmert sich Jamie um ihn und hat sich auch selbst in Behandlung begeben. Ja, so viel zum Inhalt. Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ja, mir wurde dieses Buch ja verkauft als: Ach komm, Dela, ich weiß, du hast langsam keinen Spaß mehr an diesem Projekt, aber dieses Buch ist gut, da ist Lovecraft drin, da ist viel Horror endlich mal wieder drin. Und ich muss sagen, es war nicht schlimm, ich musste nicht schreien, aber es war mir eindeutig zu wenig Lovecraft und eindeutig zu wenig Horror. Wie war euer erster Eindruck? Mir ist das Buch ja auch als Lovecraft-Horror angedreht worden, weil ich letztes Jahr halt Lovecraft gelesen habe, ziemlich ausführlich. Fand ich das ganz spannend, dann mal so ein Ableger zu lesen. Ich habe mich dann auch die ganze Zeit gefragt, wo ist jetzt hier der Lovecraft?
der dann ja erst so auf der Zielgeraden dann sichtbar wurde. Das Buch war das letzte Buch von Stephen King, was ich vorbestellt hatte. Auch gerade mit dieser Ankündigung Lovecraft und Horror, und nach den Büchern davor war ich eh schon so ein bisschen enttäuscht, so gerade Puls. Und dann kam dieses Buch und ich habe es irgendwann in die Ecke geschmissen mit der Aussage, so ein Scheiß, ich will nie wieder ein King lesen. Ich war so abgenervt von diesem Buch, dass ich gesagt habe, ey, never ever again. Und ich habe es jetzt zum ersten Mal für den Podcast komplett durch. Und ich weiß immer noch nicht, wo jetzt da wirklich Lovecraft drin ist. Und ich bleib dabei, es ist kein gutes Buch, es tut mir leid. Mhm. Flo? Ja, für mich ist es ein gutes Buch. Ich würde nicht sagen, von vorne bis hinten Lovecraft. Da ist in der Mitte so ein ganz großer Teil, der leider ein bisschen zäh und King ist. Mhm. Aber ansonsten, ich habe mir Spaß mit diesem Buch. Okay. Jonas, dein erster. Und vor allem, bevor wir zu dem ersten Eindruck gehen, hast du überhaupt mit Lovecraft irgendwelche Kontaktpunkte? Nein, also wenig. Halt das bisschen, was King bisher an Anlehnungen und so gemacht hat, das ist quasi mein einziger Berührungspunkt zu Lovecraft. Mhm. Also du kennst quasi die Meta-Witze aus der Popkultur. Ja, ich habe halt auch mal irgendwie so ein Call of Cthulhu Computerspiel gespielt, aber ich bin jetzt nicht wirklich tief in der Lovecraft-Materie drin. Und ich fand das Buch okay. Es hat halt so ein paar Anspielungen gehabt, die ja dann am Ende auch mit einem Holzhammer kamen, dass ich sie kapiert habe. Ansonsten, mich hat halt diese Musikergeschichte, die hat mir ziemlich gefallen. Und ja, ansonsten, also ich fand das Buch echt okay. Okay. Mhm. Ja, hab wenig dran auszusetzen. Mhm. Ja, naja, wollen wir einfach ein bisschen in die Sache reingehen. Und eigentlich wäre jetzt der richtige Weg zu sagen, wir besprechen die Charaktere, aber da kommen wir schon zum ersten Problem, was ich mit diesem Buch habe. Es ist für mich viel zu wenig Lovecraft und viel zu viel Einführung in die Charaktere, die aber trotzdem zumindest in meiner Vorstellung völlig blass bleiben und völlig egal. Würde ich nicht sagen. Wo ich dir zustimme, der gute Charles Jacobs, der bleibt mir leider auch zu blass. Aber Jamie bekommen wir doch schon ganz gut mit, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass er interessant ist, aber der wird doch schon von klein auf mehr als 50 Jahre lang irgendwie da beschrieben. Ja, aber okay. Wollen wir in die Charaktere reingehen oder wollen wir es auf der Handlungsebene angehen? Ich würde sagen, vielleicht gerade die zwei Hauptfiguren. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mit Jamie an, weil mein Problem war, ich habe bis zuletzt regelmäßig vergessen, wie der Mensch heißt. Also da war mir so egal, dass ich mir nicht mal seinen Namen merken konnte. Und das, obwohl wir ihn über 50 Jahre lang begleiten. Ja, aber das ist durchaus verständlich, da es ein Ich-Erzähler ist und der verwendet halt selten seinen eigenen Namen. Ja. Aber trotzdem müsste doch irgendwie was hängen bleiben. Ich habe so viele Bücher gelesen, die auch aus der Ich-Perspektive waren und trotzdem sind mir die Namen hängen geblieben. Ich stimme da Dela total zu. Ich kann es nicht einschätzen, weil ich den Namen grundsätzlich vergesse. Mhm. Also ich habe auch hier sämtliche Namen eben nochmal nachgucken müssen und dachte, ach ja, so heißen die. Aber ich habe ja schon gesagt, dass es ist für mich eine detaillierte Figur, aber keine interessante. Mhm. Er ist eigentlich auch wirklich nur so ein Katalysator für die Geschichte und ja, dadurch, dass er der Erzähler ist, hat er halt noch eine wichtigere Aufgabe. Aber
sonst passieren ihm Sachen. Er ist nicht sehr aktiv. Er hat ein paar komische Entscheidungen, die er dann trifft im Laufe seiner Jahre. Und aber das meiste passiert ihm und er macht nichts daraus. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich mein größtes Problem, dass er so extrem passiv ist. Das stimmt. Das ist, glaube ich, der ganze Punkt, der mich daran stört. Ich fand gerade die Aussage, dass er der Katalysator für die Geschichte ist, sehr spannend, weil ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf eingehen, weil er nachher ja irgendwie wirklich ein Katalysator ist. Das war tatsächlich keine Absicht, aber ja, du hast recht. Ja, deswegen wollte ich über die Handlung rangehen, aber ja, also ja. Und ich glaube, das ist auch alles, aber... Er ist keine wirklich aktive Person. Also ihm passieren Dinge, aber ja, nicht durch ihn. Er ist halt so von seiner Biografie irgendein zweitklassiger Berufsmusiker mit Drogenproblemen. Und ja, interessant ist er tatsächlich nicht. Was ich sagen muss, an wem ich allerdings Spaß hatte, war unser Priester in der ersten Hälfte des Buches. Also quasi in der Zeit, als er noch dieser junge Priester ist, als seine Familie noch lebt und so weiter und so fort. Da hat er mir Spaß gemacht als Figur. Ja, er hat halt dieses übliche, also so wie ich so Jugendpastoren auch kennengelernt habe in meinem Leben, die sind halt in ganz komischen Dingen total übermotiviert und in anderen Dingen ein bisschen weltfremd, vorsichtig gesagt. Aber da hat er sich wenigstens wie ein echter Charakter angefühlt. Und ab dem Moment, wo wir ihm eine Passion geben oder eine Obsession, ab da wurde der die Karikatur eines Konzepts und kein Mensch mehr. Ja. Stimme ich dir voll und ganz zu. Da hatten, ist nicht Joyland nehme, hatten da manche Nebenfiguren mehr Motivation als er dann als Wanderprediger, ja. Aber wenn du dir so andere anschaust, die so wirklich auf einmal auf so einer Gottesmission sind, also ganz ehrlich, diese Besessenheit, die er so denn gerade in der zweiten Hälfte und zum Ende hat, die finde ich schon ziemlich gut getroffen. Echt? Also ich halte mich eigentlich auf für einen sehr obsessiven Menschen. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Doch, ich hab schon Leute getroffen, die in ihren Ziel erreichen nachher genauso drauf waren. Es gibt nur dieses Ziel und es ist egal, ob du mich trägst oder sonst was. Ich kriege da noch mit eigener Kraft hin. Diese komplette Fixierung darauf und dass der Rest des Charakters verschwindet, weil nur noch diese Fixierung wichtig ist. Ja. Sehe ich auch so, nur dass hier nicht der Rest des Charakters verschwindet, er war vorher halt noch nicht da. Genau. Aber ansonsten, ja, hast du vollkommen recht. Also seine Motivation und das alles verstehe ich super. Nur wie er da hinkommt, da fehlt für mich irgendwie so, ich meine, da fehlen ja auch Jahre dazwischen, aber da fehlt trotzdem für mich die Brücke, die das verbindet. Nee, das bin ich komplett anderer. Ich wüsste aber jetzt nicht, wie wir da hinleiten. Deswegen, erstmal, Jonas, hast du eine Meinung? Ja, er kommt mir ein bisschen so vor wie ein Comic-Bösewicht, der teilweise wirklich sehr übertrieben ist in seinen Anschauungen und alles andere ist egal und so Andeutungen von, er wird von grau zu schwarz oder von weiß zu schwarz, aber ohne dass man halt das gut richtig weiß. Man versucht, glaube ich, so eine Steigerung reinzubekommen eine Steigerung in den Wahnsinn, sag ich mal. Mhm. Das funktioniert auch irgendwie, aber halt sehr, ja, anders als comichaft kann ich es jetzt nicht ausdrücken. Ja, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Ich würde sagen, gehen wir in die Handlung ein bisschen rein. Denn wir lernen ja unseren Pfaffen erstmal kennen als relativ jungen Mann durch die Augen eines sehr jungen Kindes.
Und da muss ich sagen, diese ganz, ganz am Anfang, dieser Teil, der hat mir wirklich gut gefallen. Weil eben genau das, du hast die Perspektive eines kleinen Kindes gegenüber einer Autoritätsfigur, die aber nicht autoritär wirken möchte. Das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Die hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ich fand diese ganze Kindheit von ihm eigentlich ziemlich gut. Auch so die Sache dann, wenn die Familie des Pfarrers den Unfall hat und unser Erzähler, er kapiert das Ganze ja noch nicht so 100%. Er weiß nicht, was passiert ist mit den Erwachsenen. Also diese ganzen Punkte, die fand ich echt gut beschrieben. Was mich im Nachhinein hier bei diesem ersten Aufeinandertreffen, ich meine, wir sehen, Jamie heißt er, gell? Siehst du, es geht schwer genau. Los, ja. Jamie, wie er mit so Plastiksoldaten spielt und dann fällt der Schatten des Pfarrers über ihn. Mhm. Was eigentlich eine coole Szene ist, weil dieser Schatten legt sich ja über sein ganzes Leben. Aber ich hätte es noch schöner gefunden, wenn ich mit Plastiksoldaten gespielt hätte, sondern vielleicht mit einer Lupe Ameisen verbrannt. Das hätte genau. Noch so, ja, so für den Schluss noch besser gepasst. Aber trotzdem, ich fand also diese Kindheit super beschrieben. Der Pastor wird ja direkt bei seinem ersten Auftauchen, als dieser Schatten da über ihn fällt, dargestellt als Jamies Nemesis. Und ja, die Geschichte bezieht ja auch einen Teil der Spannung daraus, dass man sich fragt, wie wird jetzt dieser etwas vielleicht unkonventionelle, aber trotzdem biedere Priester dann zur Nemesis von Jamie, was passiert da, was läuft da irgendwo schief? Und dann verschwindet Charles Jacobs dann erstmal aus der Geschichte, um dann auf dem Jahrmarkt wieder aufzutauchen. Ist natürlich auch, sag ich mal, relativ billiges Mittel, um Spannung zu erzeugen in der Geschichte. Dass man, um den Leser bei Laune zu halten, um diese ganzen komische Musikerkarriere zu lesen, zu konsumieren und dann auch irgendwie wieder zu vergessen. Was ich ganz gut fand, ist, dass wir die Lücken, die wir in dieser Kindheitserzählung haben, logischerweise, weil er ja selber Kind war und es selber nicht weiß, dass wir die über den Umweg, über die Erzählung der Mutter auffüllen. Das fand ich als Stilmittel einen sehr hübschen Kniff. Ich bin jetzt gerade irgendwie eine Sekunde überfordert. Wo hat die Mutter da was aufgefüllt? Er erzählt das so, der Priester, ich habe den kennengelernt und so weiter. Ich habe auch die Frau und die Tochter die Frau und den Sohn kennengelernt und so weiter und so fort. Und dann sind die gestorben. So, und er sagt aber, ja, natürlich glaubt ihr jetzt, ich kann mich daran nicht erinnern. Das stimmt, ich kann mich da auch nicht an Details selber erinnern. Aber als meine Mutter im Sterben lag und diese Tabletten hatte, diese Schmerzmittel, da hat sie mir erzählt, das und das und das. Und da erzählt sie ihm quasi und er erzählt zu uns weiter die Details über diesen Unfall. Krass, es ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. An mir auch. Ich kann mich daran erinnern. Ich finde das halt insofern spannend, dass wir die Mutter da reinbringen, weil das natürlich und da ja, ich mein Hauptproblem an unserem Pfarrer ist die Motivation, die er hat, die verstehe ich nicht. Oder nein, die verstehe ich schon, aber die ist mir zu dünn. Das ganze Buch ist so aufgebaut, wir haben ja in der Biografie von Jamie auch sehr viele sehr bittere Verluste. Wir haben seine Mutter, die echt dreckig an Krebs stirbt. Wir haben seine Schwester, die echt dreckig bösartig umgebracht wird. Dadurch bringen wir dieses Element rein von sich ungerecht anfühlenden, vielleicht vorzeitigen Ton. Deswegen fand ich, weil wir eben das reinbringen, den Stilgriff sehr schön, dass wir das Verhängnis der Pfarrersfrau und des Sohnes durch die Mutter erzählen. Das ist eine sehr schöne Spiegelung.
Weil der Umgang mit dem Tod ist ja ein sehr anderer, den Jamie hat im Vergleich zu dem, den unser Pfaff hat. Na, ihr versteht erstmal grundsätzlich, was ich will. Ja. Yep. So, und dann ist aber das Problem, dass der Umgang mit dem Konzept Tod, den der Pfarrer hat, für das Buch eigentlich völlig konsequenzenlos ist. Denn es wäre für mich der Gedanke, ja, unser Pfarrer möchte sich plötzlich mit den großen Alten anlegen oder überhaupt mit denen kommunizieren oder was auch immer, weil er seine Frau wiederhaben will oder sein Kind, weil er die wiederbeleben will oder weil er einen Kontakt wiederherstellen will oder sowas, dann würde ich das verstehen. Dann wäre das für mich eine akzeptable Motivation. Aber es wird ja am Ende des Buches so getan, als wäre der einzige Gedanke, die einzige Motivation für diesen Kontakt und überhaupt für diese ganze Obsession der Gedanke, haha, euer Gott und euer Glaube ist nur eine Lüge und ich möchte, dass wir das Konzept nach dem Tod, das will ich euch zeigen, damit ihr seht, dass euer ganzes Himmelsglaube Blödsinn ist. Und das trägt als Konzept nicht. Ja, ich hätte es auch lieber gehabt, wenn er seinen Gott gegen die alten Götter getauscht hätte. Ja, das hätte nochmal so richtig noch ein bisschen Schwung reingebracht. Und das hätte der Figur noch eine Motivation verliehen, die glaubhaft wäre. Ja, die mir einfach fehlt. Genau. Ich mache jetzt mal einen kurzen Abstecher zu einer Inspiration von King. Vielleicht kann man darüber auch ein bisschen an diese Figur rangehen. Ich weiß nicht, wer von euch Der große Pan von Arthur Macken gelesen hat. Nee, gut, dass du es gelesen hast, weiß ich, das ist mir klar. Ich kündige jetzt schon mal an, wir werden diese Geschichte vermutlich demnächst irgendwann bei Family and Friends behandeln. Ich glaube, die ist es auch wert. Und hier gibt es einen Wissenschaftler, einen Arzt, der versucht, ja, den Geist der Menschen zu erweitern und sie irgendwie vollkommen zu machen. Und das nennt er den großen Pan. Also den großen Pan sehen, dieses mächtige, gottgleiche Wesen. Und er nutzt jetzt keinen Strom, sondern er nutzt Operationen am Gehirn und ja, er schädigt seine Patienten natürlich auch hier mehr, als dass er ihnen wirklich hilft. Aber es ist natürlich jetzt über diese Geschichte jetzt die Motivation unseres Pfarrers zu suchen zu wollen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Dieser Doktor will den Geist der Menschen erweitern. Was genau will unser Pfarrer eigentlich mit seinen Experimenten an den Leuten machen? Er macht diese Experimente ja nicht um das, wie hast du es vorhin genannt? Mir fällt es nur Afterlife ein. Ja, ich habe es Nachleben genannt. Nachleben, ja. Genau, ja. Behandelt diese Menschen ja nicht, um, ja, ich bleibe jetzt bei Afterlife, das zu zeigen, sondern ich denke, er will ihnen wirklich helfen. Mm-mm. Nicht? Nee, ich sehe das Ganze tatsächlich anders oder die Motivation. Er macht das nur für diese 5 Minuten, in denen die zum Beispiel diese Tür sehen und ihm in der Sekunde ungefiltert von ihren Eindrücken berichten. Und dafür braucht er eine verhältnismäßig große Probengruppe, sag ich mal, weil ja die eigentliche Erfahrung immer nur ein ganz, ganz kurzes Snippet ist. Also ich habe das jetzt tatsächlich so wahrgenommen, er hat seine Familie verloren, seine Frau, sein Kind, hat diese Rede auf der Kanzel gesprochen und ist dafür aus der Kirche rausgeflogen. Deswegen denke ich, dass das eine Mischung ist aus Rache an der Kirche, ihr habt nicht zu mir gestanden und jetzt beweise ich, dass euer ganzer Glauben falsch ist, in Verbindung mit diesem, ja, ich will meine Familie wiedersehen. Ich glaube, das ist seine Intention. Gerade dieses, da kommt dieser Hass auch auf die Kirche her, dieses, ich beweise euch, das, was ihr macht, diese letzten 5 Minuten, die du gerade gesagt hattest, dass das einfach scheiße, mir fehlen die Worte. Also einfach, dass er halt sagt, ja, weil ihr nicht zu mir gestanden habt, als ich in größter Trauer war, zeige ich euch,
dass alles, was ihr macht, falsch ist eigentlich. Aber das ist, also, haha, ihr liegt falsch, ist für mich keine lebenstragende Obsession. Nein, Hass. Purer Hass und Guttuung, Wiedergutmachung. Ja, aber dann wäre wieder der Punkt, den Flo hatte, wenn er sagen würde, ich tausche meinen Gott gegen die großen Alten und räche mich damit an, also indem ich der hohe Priester dieser neuen Religion werde, räche ich mich an der Alten, sowas. Dann hätte ich das unterschrieben, das ist es ja aber nicht. Er bezeichnet sich doch selber als den Anführer der neuen Kirche, der Kirche der Elektrizität. Ist es das nicht irgendwo? Naja. Also, ich verstehe es auch nicht, deswegen habe ich das Thema angestoßen. Für mich ist er auch, so, ja, Rache, da hast du vollkommen recht, aber für mich ist es, er will sich irgendwie selbst zu einer Art Gott erheben, er will zeigen, dass der Glaube der Kirche Blödsinn ist, dass es dieses Afterlife überhaupt nicht gibt, dass er Menschen heilen kann. Deswegen kommt bei mir dieses Heilen doch irgendwie, hat für mich einen größeren Stellenwert. Und ja, aber es ist irgendwie so wischiwaschi, dass ich mir das zusammenreimen muss. Und ihr scheinbar ja genauso. Und das stört mich ein bisschen an diesem Buch. Das heißt ein bisschen, das stört also, mich wirklich an diesem Buch. Ich gebe dir also diesen Punkt von, er möchte sich zum Gott erheben oder er möchte zeigen, dass seine Fähigkeiten viel besser sind als die Fähigkeiten der etablierten Kirche. Ja. Oder dass Götter austauschbar sind. Genau. Vielleicht ist das eine gute. Ja. Aber das kam bei mir. Also ja, ich, wenn ich diese Information habe, kann ich das da reinlesen. Aber das kam bei mir absolut nicht an. Absolut nicht. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, er hat gesehen, okay, diese ganze Geschichte mit der Religion, da lag ich falsch. Ich mache jetzt was mit Wissenschaft, mit Elektrizität. Und in dem Fall kommt dann noch sowas Mystisches mit dazu, was aber ja in diesem Buch Wirklichkeit ist und Wissenschaft und keine Einbildung wie seine ursprüngliche Religion. Mhm. Deswegen also, ich glaube, er hat einfach Religion gegen Wissenschaft getauscht. Und ich glaube, es ist auch kein Hass, so ihr habt nicht zu mir gestanden, sondern ich glaube, dass er rausgeflogen ist, das war ihm relativ klar, als er diese Predigt gemacht hat, dass das passieren wird, und dass er quasi so oder so gegangen wäre. Ja, bin ich bei dir hundertprozentig. Ja. Also ich glaube, das war, er hat quasi den Glauben aufgegeben und gesagt so, dann halt suche ich mir was anderes. Also, aber was ist für dich die Motivation, das Ganze bis zum Ende dann durchzuziehen, in dem Maßstab, wie er es tut? Warum ist er dann nicht einfach ein normaler Mann der Wissenschaft geworden? Naja, er hat da was entdeckt, seine geheime Elektrizität, und die hat ja irgendwie funktioniert. Warum er das jetzt nicht an der Uni gemacht hat, geforscht hat, aus ethischen Gründen oder weil er keinen formellen Abschluss hat oder sonst was, keine Ahnung, aber er hat ja weiter wissenschaftlich gearbeitet. Also, ich meine, in der Realität wird man sowas Wurbelei nennen und sowas, aber er hat ja jetzt in diesem Setting wirklich Erfolge und alles, deswegen. Ja, aber das ganze Ding mit, er will ja am Ende dieses Tor aufmachen und er will ja da dahinter gucken und so weiter. Er arbeitet dann in deiner Lesart quasi nur wissenschaftlich, um wissenschaftlich zu arbeiten und nicht, weil er mit seiner Wissenschaft glaubt, irgendein Ziel erreichen zu können. Sehe ich das? Verstehe ich dich gerade richtig? Zum Teil, ja. Ich glaube, ihm ist dann später der Gedanke gekommen, okay, vielleicht gibt es da ja noch was, wo diese Elektrizität dann auch herkommt, und das ist das Jenseits, und vielleicht kann ich dann doch meine Frau und mein kleines Kind wiedersehen und so. Ich glaube, das war nicht die ursprüngliche Motivation, sondern das kam dann später mit den Erfolgen seiner Experimente. Okay. Ja, denke ich auch. War auch meine Herangehensweise ein bisschen an die Figur. Also er fällt vom Glauben ab, geht eher in Richtung Wissenschaft, bedient auch so ein bisschen den Typus des verrückten Wissenschaftlers, der jetzt hier seine geheime Elektrizität entdeckt hat und jetzt halt ergründet,
oder der Welt zeigen möchte, wie mächtig der Scheiß ist, wie weit das trägt, was damit alles möglich ist. Aber das, ich weiß, wo ihr also hinwollt, aber... Ich glaube nicht, dass er von Anfang an das Ziel hatte, jetzt dieses Tor da zu öffnen, sondern dass sich das vielleicht auch erst im Laufe der Zeit, im Laufe der Beschäftigung damit ergibt. Nur mein Problem mit dieser Lesart ist, dass in meiner Lesart macht es Sinn, dass er sich dieser ganzen evangelistischen, christlichen, wie auch immer, Rhetorik bedient. Weil er sagt, pass auf, das sind alles Idioten, ich bin denen überlegen, aber ich meine, ich mach denen ja, in seiner Welt, ich mach denen ja keinen Schaden. Die haben, was sie wollen, ich hab, was ich will, nämlich eine größere Probengruppe und alles ist gut. Ich kann denen im Zweifelsfall noch ein bisschen Geld aus den Taschen leiern, was ich gebrauchen kann, um meine weitere Forschung zu finanzieren. Macht alles Sinn. Wenn es ihm aber darum ginge, zu beweisen oder zu demonstrieren, dass seine Wissenschaft der klassischen Religion überlegen ist, dies und das, dann würde er ja quasi genau das nicht machen. Dann würde er sich ja nicht als Priester weiter etablieren oder als Wunderheiler etablieren, sondern dann würde er sagen, hier guckt, ich bin viel besser als die Religion. Und das macht er ja nicht. Ich glaube, das Problem, und das sehe ich auch daran, dass wir hier darüber so diskutieren müssen, ist, dass Jamie tatsächlich ein Ich-Erzähler ist und er nicht in den Priester reingucken kann. Also wir haben im ersten Teil des Buchs, also sagen wir mal die ganze Kindheit, da ist das Thema Glauben ist ja ziemlich präsent. Ja. Glauben und der Abfall vom Glauben dann am Ende. Und das finde ich auch gut umgesetzt. Aber als sie sich dann wieder begegnen, da hat das eigentlich überhaupt keine Bedeutung mehr, dieses Thema. Nur so noch als Dummenfang. Genau, sind ja so im zweiten, ich meine, es für die beiden Figuren auch. Im zweiten Teil, bei der zweiten Begegnung, ist es das eigentlich das treibende Thema ist hier, wie bei King so oft, Sucht. Ja. Ja. Und das ist auch der Teil, der für mich stark abfällt. Ich hätte gerne dieses Glaubensthema so noch so ein bisschen weiter. Wie kann sich Glauben entwickeln? Ich würde mal sagen, Jamie hat seinen Gott gegen Drogen getauscht. Aber was ist aus dem Pfarrer geworden? Also, ich meine, wir sehen, was aus ihm geworden ist, aber wir kriegen nicht den Einblick so richtig, was in ihm vorgeht. Und das kreide ich dem Ich-Erzähler an. Also da hätte man echt mehr machen können. Und ich glaube, die Figur wäre dann auch klarer geworden. Wahrscheinlich auch besser. Mein Problem ist, also ich muss sagen, ich habe an dem Anfang ganz Anfang, da hatte ich Spaß dran, als wir den Pfarrer kennenlernen. Desto weiter es aber ging nach dem Unfall und so weiter, muss ich sagen, dass ich unglaublich schwer getan habe, mich, weil ich absolut kein Gefühl hatte für diese Zeit, für diesen Ort oder für dieses religiöse Dogma. Weil ich halt absolut, ich bin halt heidnischer Ossi, ich habe mit all diesen Dingen nichts zu tun, nie damit zu tun gehabt. Und ich kenne das oder ich kann mir das auch schwer persönlich vorstellen. Deswegen muss ich sagen, bin ich andererseits auch dankbar, dass wir diesen Teil dann irgendwann mal hinter uns gelassen haben, weil ich mich da nicht reinfühlen konnte. Also ich als heidnischer Wessi, ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber es hat mich jetzt nicht gestört. Also ich kann nicht sagen, dass ich traurig war, als wir es hinter uns gelassen haben, aber ich fand es jetzt auch nicht großartig schlimm. Was mich jetzt interessieren würde, diese Szene mit dem Bruder. Also sein Bruder hat einen Skiunfall, kriegt so einen Skistock an den Hals und hat dann offiziell gelähmte Stimmbänder. Und das führt zu allerlei Spannungen in der Familie, weil die kein Geld haben, sich da medizinisch entsprechend drum kümmern zu können und so weiter und so fort. Und Jamie geht in seiner Verzweiflung zum Priester und erzählt ihm das. Und der hat eine lustige elektrische Spielerei und behandelt damit den Bruder. Zwei Probleme mit dieser Szene. Erstens,
die wird ja erst hinterher in Kontext gesetzt, dadurch, dass der Bruder auch wahnsinnig wird, als die, na, also die Lovecraftsche Entität dann treffen tatsächlich. Ja. Aber auch diese Szene, muss ich sagen, ich finde die schwierig, weil wo ist die zeitliche Abfolge in diesem Buch durch die Erzählweise, finde ich unglaublich schwierig. Weil das Problem für mich ist, hat der Pfarrer hier in dem Moment, glaubt er selber wirklich, dass er da nur mit dem Placebo-Effekt gewirkt hat? Oder erzählt er ihm das nur, dass er das glaubt? Oder hat er da mit einer anderen Elektrizität gespielt und ist sich dessen selber gar nicht bewusst, dass das schon die andere Art Elektrizität ist? Oder hat er zu dem Zeitpunkt schon gewusst, das ist nicht die normale Elektrizität, mit der ich eigentlich zu tun habe? Denn das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Für mich ist es klar der letzte Punkt. Also er wusste schon, dass er da was Besonderes hat. Vielleicht hat er sich nicht so richtig rangewagt, weil er halt noch so in der Kirche verwurzelt ist. Aber er wusste, da gibt's was und ich kann das jetzt einsetzen, um diesem Jungen zu helfen. Ich denke nicht, dass er einfach nur dran rumgespielt hat. Ich denke nicht, dass es er sagt das mit dem Placebo-Effekt, weil es ihm selbst noch blöd vorkommt, dazu sagen, ja, das ist eine besondere geheime Elektrizität, was auch so nach esoterischem Bullshit klingt. Das muss ich jetzt mal grinsen, ja. Aber also ich denke, er weiß da schon, dass er was hat, will es aber selbst noch nicht so genau wahrhaben, denkt, oh ja, das war bestimmt dann nur ein Placebo-Effekt. Aber es hat ja gewirkt, dann ist es ja alles gut, ja. Ich würde auch sagen, dass er sich irgendwie schon bewusst ist, dass das irgendwas ist, dass nicht diese normale Elektrizität ist, aber ich denke, zu dem Zeitpunkt kann er noch gar nicht so richtig realisieren, was er da überhaupt hat. Und deswegen, ja, stimme ich Flo jetzt einfach komplett zu, würde ich sagen. Ja. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, aber ich würde es mittragen. Also es passiert ja alles zu einer Zeit, als der Pastor noch damit beschäftigt war, irgendwie so ein Modell von Jesus übers Wasser gehen zu lassen, also auf dem, auf dem technischen Niveau einer kleinen Modelleisenbahn. Bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob er da schon diese Sichtweise von dieser geheimen Elektrizität hatte oder ob er einfach sagt, das ist jetzt Elektrizität und die kann im Körper Dinge machen oder ob er wirklich am Placebo-Effekt glaubt. Also ich finde das alles irgendwo plausibel begründbar. Ich weiß es nicht genau. Jonas? Ich finde es schön, dass es eben nicht erklärt ist. Ja, aber das macht halt für mich einen entscheidenden Unterschied, weshalb ich überhaupt auf das Thema komme. Wenn wir sagen, er ist sich zu dem Zeitpunkt schon bewusst, dass das die, in Anführungsstrichen, andere Art Elektrizität ist, dann muss der ja darüber irgendwie gestolpert sein, dass es die gibt und wie er die anzapfen kann. Und das wiederum sagt mir, dass der auch als 25-jähriger Pfaffe schon angefangen hat, Bücher zu lesen, von denen er eigentlich hätte die Pfoten lassen sollen. Naja, nur weil die katholische Kirche das verboten hat, heißt es ja nicht, dass die richtigen Christen das... ich verstehe deinen Punkt, aber ja, weiß nicht. Aber es spielt ja auch zu einer Zeit, wo so ein bisschen Umbruch in den Menschen war, dass er vielleicht auch, wenn er gesagt hat, hey, hier, ich werde Pfarrer, dass er trotzdem gesagt hat, okay, das Weltliche ist vielleicht doch was, vielleicht gibt es da doch was, vielleicht ist er ja auch über die Sci-Fi dahin gekommen, weil damals gab es ja auch schon Comics und so und vielleicht ist er so darüber gestolpert, egal ob das jetzt nun erlaubte oder verbotene Bücher war und der Reiz des Verbotenen, der wird auch auf einen Pfarrer eingeflossen nehmen, denke ich. Weshalb mir das wichtig ist, weil wenn du das unter der Art liest, dass er damals schon wusste, das ist die andere Art Elektrizität. Und er ist darüber nicht durch Zufall gestolpert, sondern weil er eben die Mysteries Wärmes oder vergleichbare Dinge schon irgendwie Kontakt hatte. Dann setzt das für mich die ganze weitere Verlaufskurve ein bisschen in Relation. Weil dann ist es für mich der hat einen Deal gemacht mit diesen Wesen.
in irgendeiner Form. Also im Sinne von, ja, das erklärt, warum er zum Beispiel anfängt, wildfremde Leute zu heilen. Oder eben diese Blitzshow und so weiter zu machen. Weil, wenn die Idee ist, ja, passt auf, ich setze euch, oder ich biete euch ein Einfallstor in unsere Welt. Und ihr gebt mir dafür aber die Macht eben dieser Elektrizität und dieses Wissen und so weiter und so fort. Und vielleicht hat er ja auch als nach dem Unfall dann relativ noch den Anspruch, dass er seine Frau und sein Kind irgendwie zurückholen kann. Weil wenn das Tor in die eine Richtung offen ist, ist es ja in die andere Richtung auch offen. Versteht ihr, was ich meine? Für mich ist, wenn das der Punkt ist, dass er damals schon wusste, womit er da spielt, dann setzt das für mich ein bisschen so in Gang, dass das ein viel früher geschlossener Deal ist, der immer weiter und immer weiter verfolgt wird. Und der auch diese flimsige Motivation, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, überdeckt. Ich finde den Ansatz unglaublich spannend, nur würde ein Punkt sein, der ein bisschen dagegen spricht. Und zwar, als sie nachher am Ende in der Hütte sind, als sie das finale Experiment machen, sagt er jetzt zu Jamie, hey, hier, da in dem Schubladen, in der Schublade, da ist ein Revolver. Mhm. Wenn was passiert, schieß. Und ich glaube, das spricht ja eigentlich auch so ein bisschen dafür, dass er ein bisschen auch vielleicht sich noch sorgt, dass was rüberkommt. Ich glaube, das spricht dafür, dass er sich mit Ende 90, nachdem er viel mehr Wissen angehäuft hat, das weiß, dass das vielleicht eine dumme Idee ist. Und dass er deswegen im Laufe der Zeit sich von den Gedanken verabschiedet hat, seine Frau wieder zurückzuholen oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass er sich von dem Gedanken von Anfang an verabschiedet hatte. Guter Punkt, ja. Stimme ich dir zu. Ich glaube aber trotzdem nicht, also dass es einen Deal gab, wo du sagst, das glaube ich nicht. Das ist, und hier kommt jetzt für mich auch wieder so ein bisschen Lovecraft rein. Diese Wesenheiten, denen ist scheißegal, was der macht. Ja, ja, 100%. Er kommt auf ihre Seite, er lernt zwar Dinge und denkt, ah, ich durchschaue das und ja, genau, dann genau. Die Richtung stimme ich dir zu, nur halt wirklich so ein Deal gibt es da nicht. Nee, Deal ist das falsche Wort, das stimmt. Ja. Er weiß, dass es da was ist und er weiß auch, dass es gefährlich ist, deswegen am Ende auch dieser Revolver. Was er da wirklich erblickt am Ende. Ich glaube, damit hat er auch nicht gerechnet. Und ja, das ist so der Moment, wenn der Pfarrer, der seinen Gott verloren hat, erkennt, dass das noch viel, viel mächtigere Sachen gibt. Ich glaube, Deal ist das falsche Wort. Ich glaube, der Gedanke ist dann in meiner Lesart eher der Punkt von Energieerhaltungssatz. Er weiß, er muss Energie zuführen, um Energie zurück, um genug Energie zu erzeugen, um zum Beispiel, wenn er das als junger Mann schon festgestellt hat, um zum Beispiel seine Familie zurückzuholen. Oder die Zeit zurückzudrehen oder die eben als wirklich wiederzubeleben. Deswegen muss er Energie zuführen. Energie führt er zu, indem er möglichst viele TM-Opfer quasi verbindet mit dieser Energiequelle. Durch seine Rituale und so weiter. Denn er muss ja ein Verständnis haben, dass das eine Art Vernetzung ist, weil ansonsten würde er ja nicht Wert drauf legen, mit Jamie zusammenzuarbeiten weiter. Also das muss ihm ja klar sein, dass das einen Netzeffekt in irgendeiner Form hat. Versteh? Also ja. Es ist kein Deal im Sinne von, die Monster bieten ihm irgendwas an, sondern er glaubt einfach, wenn ich X tue, passiert Y. Ja, das denke ich auch. Also er hat mit der anderen Seite eigentlich nichts zu tun. Er denkt genau, nur, er durchschaut genau. Da was und er merkt ja, das ist, er baut sich ein großes Stromnetz auf mit all diesen Menschen, nennen wir es mal so. Und ja, und dann kommt halt Jamie, wie wir schon gesagt haben, als Katalysator noch dazu. Genau. Ja, doch, dann, ja, das kann ich so auch akzeptieren. Weil das wäre für mich die einzige Motivation, warum er sich diesen ganzen Wichs überhaupt antut. Mit, wir tun so, als wären wir ein Wanderprediger, wir machen diese ganze Blitzshow und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich der Gedanke, A, ich möchte eine möglichst große Samplegruppe und B, ich glaube, dass er glaubt, dass er dieses Netz aufbauen muss, um sein Ziel zu erreichen. Genau, ja.
Das sehe ich auch so. Ja, aber jetzt sind wir schon ziemlich weit hin und her gesprungen. Ja. Ich würde sagen, gucken wir mal noch auf den Mittelteil, auch wenn das der langweiligste des Buches ist. Bevor wir das tun, ich würde gerne noch auf den Unfall gehen. Weil da musste ich sagen, King hat ja irgendwann mal gesagt, immer wenn ich schlechte Laune habe, schlachte ich ein paar Omas und bringe kleine Kinderchen um. Und das war wieder so eine Szene, als wir diesen Unfall beschreiben. Da muss man echt schlechten Tag gehabt haben. Den fand ich echt gut beschrieben. Ja, auf jeden Fall. Also, er kommt ja nicht überraschend. Was King ja oft macht, er kündigt ja schon an, dass was Schlimmes passiert. Aber wie es dann passiert, ist dann doch noch mal so ein extra Tritt in die Eier. Das hat mir auch Spaß gemacht, ja. Okay, Mittelteil. Da wollten wir hin. Ja. Ja, wir haben wieder die für King klassische Suchtfigur. Und ganz ehrlich, ich wusste es vom ersten Lesen jetzt nicht mehr so wirklich. Und ich dachte, muss das sein? Hatten wir jetzt schon so oft. Ich verstehe, okay, er muss dann geheilt werden, aber da hätte man doch irgendwas anderes noch machen können. Also irgendwie war es mir dann doch hier ein bisschen zu viel vom Gleichen immer wieder. Ja. Was ich allerdings sagen muss, was für mich sehr gut funktioniert hat, war der Teil mit der Bandgründung. Also überhaupt dieses, er ist ein Teenager, er hat das erste Mal in seinem Leben eine Gitarre in der Hand und es ist Liebe auf den ersten Blick. Das hat für mich genau auf dieser emotionalen Ebene gezündet, wie dieses religiöse Dogma auf der emotionalen Ebene für mich völlig versagt hat. Ja, das war gut umgesetzt. Also das konnte man auch richtig nachvollziehen noch. Mhm. Ja, und genauso gut fand ich es, dass er trotzdem immer noch, ich sag mal, oberes Mittelmaß geblieben ist. Dass er nie so richtig hoch gekommen ist. Das fand ich mal gut, weil ansonsten hat man hier, wie hier unser Musiker bei The Stand, der halt auch so... Ja, wie Underwood. Genau, der war ja auch richtig weit oben und wo dieses Plakat in New York war und alles. Ja, und die hat man mal einen Wald- und Wiesen-Musiker, sag ich mal. Mhm. Das fand ich ganz nett. Okay, Jan? Ja, bin ich bei dir. Okay, ich dachte, du wolltest was sagen, weil ich gedacht habe, du hast geblinkt, aber dann habe ich mich verguckt. Entschuldigung. Ja. Was ich hier wieder ganz interessant fand, war dieses ganze Thema von Schmerz und Sucht und diese unsägliche Krankheit, über die ich mich jedes Mal aufrege, nämlich diese Konkurrenz unter Krüppeln, beziehungsweise dieses Konkurrenzdenken von, ja, ich leide aber mehr als du. Dieser ganze Vergleich von, was sind chronische Schmerzen, was sind Akutschmerzen, was ist emotionaler Schmerz und was davon ist schlimmer. Dieses ganze Konzept von, mir geht's aber schlechter als dir und ich bin der größere Krüppel als du und dieses ganze Überlegenheitsgefühl, das die Leute aus ihrem Leid ziehen, das fand ich hier wieder sehr schön dargestellt. Hat keiner von euch rausgelesen, oder? Nein. Ein bisschen. Also ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst, aber ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, weil irgendwie die ganze Zeit ist es eh immer nur Leid, Leid, Leid und wirklich Glück so ist irgendwie nicht da und sie überschütten sich ja gegenseitig mit, da habe ich den verloren, da habe ich den verloren und jetzt geht es mir hier schlecht und ich bin Junkie und sonst was. Deswegen eher weniger, glaube ich. Ja, aber es ist halt genau das. Es ist, ihr kennt noch die Werbung von mein Haus, mein Auto, mein weiß ich gar nicht mehr. Diese Werbung. Diese Werbung aber mit Trauma ist das. Diese ganze Szene ist genau das. Ja, ich habe meine Schwester verloren, aber ich habe mein Kind verloren. Und meine Frau. Und überhaupt, ich habe schwere körperliche Schmerzen. Ja, aber ich habe die schweren emotionalen Schmerzen. Das ist ja in dem Dialog, wird es direkt so gesagt. Von wegen, meine emotionalen Schmerzen stechen deine chronischen Schmerzen. Und eben auch, dass unser Pfarrer dann ja seinen Patienten gegenüber so viel Überlegenheit an den Tag legt. Weil die wollen,
die wollen ja von ihren Schmerzen und von ihrem Leid erlöst werden oder geheilt werden, wohingegen er ja dieses Leid und diese emotionalen Schmerzen zu seiner Produktivität quasi umsetzt. Und deswegen fühlt er sich überlegen. Ja, wenn du es so sagst, dann ja, so im Nachhinein hast du recht, muss ich dir komplett zustimmen, ja. Und das ist halt ein Thema, das haben wir halt in der echten Welt auch. Also dieser Wettbewerb von mir geht's aber schlechter als dir, das ist halt ein Ding. Und ich nehme an, King weiß das auch, weil auch er ist nun mal entsprechender Schmerzpatient lange Zeit gewesen oder immer noch, das weiß ich nicht. Ja, dieses mir geht schlechter als wie dir ist ja echt so ein bisschen diese auch Aufmerksamkeit heischend, was einige einfach benutzen, obwohl sie kerngesund sind. Und ja, es ist ein echt schwieriges Thema, ne? Gut. Bleiben wir im Mittelteil. Ja, gibt's wieder ein paar Probleme. Also erstmal, stimmt ihr mir zu, dass der Mittelteil relativ blass ist? Ja, absolut. Yep. Mhm, schon. Yep. Demzufolge fallen mir aber die Schlaglichter, die hier drin sind, mir noch mehr auf. Einerseits, wir müssen hier wieder mal den Witz machen, dass Frauen keine Ahnung von Autos haben. Als nämlich, das ist aber noch ganz am Anfang, als Jamie noch Kind ist und seine Familie vorstellt, weil sein Papa und sein Bruder sind natürlich in der Garage. Seine Mama und seine Schwester finden Autos blöd. Er versteht gar nicht, wieso. Das ist ein kleiner Witz an dieser Stelle über die letzte richtige reguläre Folge. Also ich werde nach diesem Witz jetzt Ausschau halten aus Gründen. Das neue 19. Mhm, genau. Dann haben wir zwei Themen zum Thema Sexismus, wo ich sagen muss, schwierig. Denn er ist ja dann schon dieser Studiomusiker und so weiter und redet mit der Assistentin von seinem Chef. Ich habe ihren Namen vergessen, aber das ist auch völlig irrelevant. Und er erzählt halt, ja, du bist doch nicht konfliktscheu, du hast doch diesen einen Lieferanten mit der Bratpfanne im Prinzip eins übergezogen. Ja, weil er mir ungefragt an den Arsch gegangen ist. Und der einzige Kommentar unseres Protagonisten zu diesem Thema, naja, Geschmack hat er ja. Ja, das da ist mir da auch aufgefallen. Habe ich wieder sehr schwer geatmet, wenn ich ehrlich bin. Ich auch. Und dann, es ist auffällig, und auch da möchte ich drauf achten in Zukunft, es ist auffällig, wie oft in letzter Zeit in King-Büchern sehr junge Frauen sehr alte Männer vögeln. Wenn ihr das bei Mr. Mercedes mir noch in Abrede stellen wollt, dass das wahrscheinlich eine Spiegelung seiner Fantasien ist. Naja, aber sehr jung würde ich jetzt Mitte 40 nicht nennen. Er hat mehrfach gesagt, sie könnte seine Tochter sein. Irgendwo hieß es über 20 Jahre Altersunterschied. Und ja, das ist mir auch aufgefallen. Definitiv. Also ich will damit nur sagen, ich glaube, ich entwickle da ein Muster. Definitiv. Das ist auch nicht irgendwie nur dem Buch, sondern es ist ja echt häufiger. Ne? Und auch mal Mr. Mercedes wäre jetzt der Letzte, wo es mir aufgefallen ist. Ja. Naja, und dann haben wir natürlich wieder das Thema Behinderung. Möchtet ihr, ist es euch aufgefallen? Oder, ja, nein? Worauf genau willst du hinaus? Dann können wir die antworten. Es geht, wie gesagt, schon damit los, dass wir diesen ganzen Wettbewerb machen von chronische Schmerzen, Akutschmerzen, emotionaler Schmerz, dieser ganze Bullshit. Das haben wir aber gerade schon abgehakt. Dann haben wir natürlich wieder diesen Punkt. Natürlich weist unser Priester darauf hin, dass ein Leben mit Behinderung manchmal viel schlimmer ist als der Tod durch eine terminale Krankheit. Und dann gibt's diese Szene, als unser Protagonist wieder zu Hause ist, zu diesem Familientreffen, und er seine alten Bandkollegen trifft. Und dieser Bandkollege erzählt ihm, ja, der Schlagzeuger wäre nach einem Kletterunfall gestorben, mit dem Kommentar,
Naja, ist ja auch besser so, weil der wäre ja sonst vom Hals abwärts gelähmt. Also wir haben auch hier wieder, wie immer bei Kings Büchern, wir wollen uns mit dem Thema nicht beschäftigen und tot sein ist besser als behindert sein. Ja, ich verstehe, dass das vielleicht in den USA nochmal einen gewaltigen Qualitätsunterschied hat. Aber ich bin mittlerweile echt müde, es zu lesen. Und in jedem elendigen Buch, das er schreibt, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ist mir auch aufgefallen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich schieb's darauf, dass er einfach einen tierischen Schiss hat nach seinem Unfall. Aber das ist keine Entschuldigung, ja. Genau, Mittelteil. Die Familienszene, diese Wiedervereinigung, muss ich sagen, die fand ich ganz nett. Gerade wie das Kind auf ihn reagiert und so, das hat mir gefallen. Ich fand da total süß, wie die drei Brüder aufeinander getroffen sind, sich erstmal in die Arme genommen haben und im Kreis getanzt haben. Das war so, okay. Und dann das Kind, wie du sagst, es war echt so, als eigentlich mag sie gar keine Fremden. Und am Ende so, ja, jetzt muss ich sie sogar noch ins Bett bringen. So, ne? Also das war schon schön, ja. So, zu diesem Mittelteil gehört ja auch diese ganze Teenager-Romanze. Und ich verstehe, warum die im Buch sein muss, weil das ja eben auch hier wieder ein Katalysator für die Handlung ist. Aber die ging mir unglaublich auf den Sack. Die hätte ich zwar sogar noch zum ersten Teil ein bisschen gepackt, aber ja, das ist so, es muss drin sein, bringen wir es hinter uns. Also es hat mir auch überhaupt nichts gegeben in der Geschichte. Irgendwie war es aber trotzdem irgendwie schön, auch mal so 5 Minuten wirklich Emotionen in dem Buch zu haben. Aber ne, sonst die kamen nicht durch für mich. Nee, ich meinte auch also, eigentlich primär auf das... Die einzige Emotion, die durchkam, war, ich bin ein 15-Jähriger mit einem Ständer. Die kam durch, das war aber auch alles. Dazu muss man aber sagen, das ist meistens auch die einzige Emotion, die 15-Jährige haben. Legitim. Oder 50-Jährige, das... Ich meinte auch tatsächlich bezogen auf dieses, wo die drei Brüder sich freuen und mit dem Kind. Ansonsten, ja, natürlich bin ich bei dir und dieses mit dem... Lassen wir das. Lassen wir ihn stehen. Bitte nicht! Naja, bloß den Teil brauchen wir ja, um in unser Finale reinzuleiten. So leid es mir tut. Und da muss ich auch wieder sagen, das hat auch auf einer Handlungsebene für mich absolut nicht funktioniert, weil, wie gesagt, die einzige Emotion in dieser Teenager-Romanze, die bei mir ankam, war, ich bin ein Teenager, ich habe einen Ständer. Das war jetzt gefühlt nicht, das ist meine große Liebe gewesen. Oder meine einzige große Liebe oder irgendwas. Und dass wir dann Astrid benutzen, um ihn wieder zurück in die Fänge von Charles zu locken, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert als Motivation. Also so gar nicht. Same. Es war so, okay, und nun? Du hast mit der Person 40 Jahre lang keinen Kontakt gehabt. Und vor allem, wir hatten doch schon das Thema mit der Schwester etabliert. Hätte er das über die Schwester emotional aufgezogen oder sowas? Und hätten wir vielleicht gesagt, okay, durch dieses Trauma mit dem Tod der Schwester ist er überhaupt erstmal in den Drogen Sumpf abgerutscht oder sowas. Na, dass er mit dieser emotionalen Traumasache nicht zurechtkam. Alles diese Dinge, das hätte ich verstanden. Und dann hätte man eine Motivation gehabt, wie wir unsere Protagonisten dazu überreden können, an diesen Experimenten teilzunehmen. Aber vor allem, Astrid macht ja rein unter erzählerischen Aspekten schon keinen Sinn. Er ist ja dieser Wunderheiler. Und die einzigen Krebsheilungen, die wir in diesem Buch haben, sind gefaked und werden als gefaked auch etabliert. Nein, das ist nicht wahr. Nein? Nein, er gibt zu, dass er da Eingeweide nimmt, aber nur, weil man schlecht zeigen kann, guck mal, da ist jetzt was nicht mehr da, okay, was ihr vorher auch nicht gesehen habt. Okay, das habe ich überlesen. Hat er aber wirklich definitiv gesagt, so als ihn Jamie drauf anspricht, so mit, hey, hier, du betrügst doch eh nur und du machst doch eh nur... Okay, dann ist der Punkt hinfällig, weil ich wollte sagen, dass wir, bis jetzt haben wir immer nur, ich sag mal, mechanische Probleme behoben mit der Elektronik. Also Nervenleitprobleme und solche Sachen, ne? Was ja Sinn macht, dass du Nervenleitprobleme
machen kannst mit Elektrik. Macht in meiner Welt völlig Sinn. Einen Tumor verschwinden lassen macht wieder weniger Sinn. Deswegen habe ich gedacht, okay, die Tatsache, dass Jamie glaubt überhaupt, dass das funktionieren kann, war für mich absurd. Aber wenn ihr sagt, ja, okay, die waren nicht gefaked, sondern er hat das nur als Bühnenprop genommen, okay, dann muss ich den Punkt korrigieren, das stimmt. Ob es nun wirklich nicht gefaked war, das wissen wir nicht, nur er sagt das. Ja, ja. Ja, aber wie fandet ihr denn dieses, dass wir das überhaupt über Estrid angeleiert haben? Überflüssig. Gut. Ich finde diese Figur nichtssagend. Ich kann die Verbindung zwischen den beiden als Teenager noch einigermaßen verstehen, aber darüber hinaus, also die erste Liebe, okay, schön und gut, aber dann nö. Und vor allem brauchen wir sie ja auch nur, um zu zeigen, dass Krankheit abstoßend ist. Das ist übrigens auch noch so ein Thema, wo ich mich auch drüber geärgert habe. Also ich kann... Mach ruhig. Sorry. Ja, küsst mich auch, wenn ich jetzt nicht attraktiv aussehe. Und dieses, ja, jetzt sah sie ja besser aus als heute Morgen noch. Und mit der Krankheit ist sie hässlich. Und ohne Krankheit ist sie wieder das Leben. Die Farbe kommt zurück in die Haut. Und Jonas, was würdest du? Ja, ich verstehe den Bogen, den er spannen will. Das verstehe ich schon, es gelingt ihm halt nicht so richtig gut. Aber warum spannen wir denn diesen Bogen, wenn wir die Schwester hätten nehmen können? Oder anders, wenn wir schon entscheiden, uns dazu den Bogen hierüber zu spannen, warum haben wir das Konzept mit der Schwester überhaupt reingebracht? Um die Familie vielschichtiger zu gestalten, ich weiß es nicht. Aber vielleicht hat er sich auch alle Bögen ja offen gehalten und wir hätten gedacht, okay, vielleicht kommt irgendwas, dass er die Schwester zurückholen kann und dann sagt er, ha, nein, es ist nur die erste Freundin, die wir seit Ewigkeiten nicht mehr erwähnt haben. Ja, also es hätte für mich viel besser gepasst, wenn es eine neue Freundin anstatt eine alte Freundin zum gewesen Beispiel, wäre. Zum Beispiel, genau. Ja. Naja. Und dann muss ich sagen, wie habt ihr, ich meine, ich habe es mir ja jetzt quasi selber zurechtgelogen mit der ganzen Sache, dass er quasi glaubt, er hätte einen Deal geschlossen und er muss dieses Stromnetz quasi erstellen selber. Das hat mir ja, das war meine Erklärung dafür, warum wir überhaupt Jamie brauchen. Aber wie habt ihr euch erklärt, warum wir Jamie als Katalysator brauchen? Weil das habe ich unter anderer Lesart nicht verstanden. Ich habe es nicht kapiert. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht, weil er der Einzige war, den er erpressen konnte, vorbeizukommen, um zu helfen. Guck mal, aber die Krankenschwester, die dann letzten Endes diese tote Frau versorgt, ne? Die ist ja auch geheilt. Und die nein, hat er ja nein, vor Ort. Nein, nein, doch, nein. Die hat er nein. Vor. Nein, das ist die Freundin von Estrid. Das ist die Freundin von Estrid. Die hat aber Estrid überhaupt dorthin geschickt, weil sie selbst vorher geheilt worden ist. Von Charles. Was? Ja. Halt schon Jahre vorher. Sinn. Genau das. Krass, das ist voll an mir vorbeigegangen. Also sie ist selber auch eine ehemalige Patientin von ihm. Und deswegen verstehe ich nicht, wenn er die schon vor Ort hat, warum er dann Jamie braucht. Wenn es nur darum ging, einen Kontaktpunkt zu haben. Ich glaube, bei ihr war es Arthrose oder sowas. Genau, oder Rheuma, aber sowas in der Art, genau. Krass. Aber vielleicht, weil er zu Jamie irgendwie sowas wie eine emotionale Bindung hat und dieses Vertrauen, du bleibst und rennst nicht weg? Ja, aber es ist doch, also... Ja, Jamie war der Erste, Jamie war dann der Wichtige im Mittelteil und dann am Ende braucht er... Es kommt nicht gut rüber. Ja, vor allem, das Ding ist ja... gerade weil du sagst mit dem Mittelteil. Er schickt ihn ja im Mittelteil selber weg. Beziehungsweise er verabschiedet sich ja selber. Es ist ja nicht so, dass Jamie kündigt, als er noch sein Assistent ist,
sondern er sagt halt einfach, ja, ich reise lieber allein, tschüss, mach's gut. Na? Ich habe da gerade was, was mir einfällt. Er sagt jetzt zu Jamie, du bist mein Alpha und mein Omega. Und wenn er davon jetzt ausgeht, dass er mit Jamies Familie die erste Heilung gemacht hatte und jetzt in diesem finalen Punkt ist, wo er auch selber sagt, danach wird es keine Heilung mehr geben. Vielleicht will er dadurch das Omega vervollständigen. Sehr dünn. Ja, ist es, aber. Ja. Aber besser als nichts oder was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Okay, also ihr habt es auch nicht verstanden. Das ist schon mal beruhigend. Genau. Ich habe es einfach so hingenommen als gegeben und ist ehrlich gesagt gar nicht weiter hinterfragt. So, und jetzt kommen wir zu der einen großen Lovecraft-Szene. Und ich muss sagen, ich war sofort verliebt in diese Szene, als wir diese Welt hinter dieser Tür sehen. Aber die Welt, ich rede nur von der Welt. Diese Sterne, diese Abstrusen, diese Flo, du hast es gelesen, ich bin mir sehr sicher. Die Bücher des Blutes. Natürlich. Das Vorwort. Ja. Das war die Szene, oder? Ich habe zwar nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ja. So, das war perfekt. Das war perfekt. Ich habe es geliebt. Das war großartig. Übrigens ist das Vorwort auch das Beste an den Büchern des Blutes, aber das ist ein anderes Thema. Aber das war großartig. Und dann beschreiben wir dieses Monster. Und ich saß da, was willst du von mir? Eine Ameise. Nee, die Arme, dieses Spinnenvieh mit den Gesichtern seines Sohnes und... Hä? Ach, das Ding. Mutter. Das hat bei mir auch überhaupt nicht funktioniert. Nein. Da kommt ein Bein raus mit einer Kralle am Ende und die Kralle hat ein Gesicht. Wo soll eine Kralle ein Gesicht haben? Das ist, ich bin daran gescheitert, mir vorzustellen, ja, was er da beschrieben hat. Die Anatomie ist an mir vorbeigegangen, genau. Also, ja, also Kralle mit Gesicht kann ich dir bei Warhammer anbieten. Ja, das, ich meine, das haben wir bei Lovecraft auch, dieses kosmische, man muss es irgendwie umschreiben, aber es ist eigentlich zu weit und das ist hier auch nicht wirklich aber gelungen. Nein. Lovecraft tut sich selber den Gefallen und versucht es nicht detailliert. Ja. Also die Welt mochte ich, das Monster dachte ich auch, genau. Okay. Ein Ticken zu viel, lieber Herr King. Vielleicht auch ein bisschen, dass er an Pennywise gedacht hat in dem Moment wieder. Ja, okay, aber... Jan? Also ich fand das Monster eigentlich schon fast unfreiwillig komisch. Ja, genau. Die Welt, okay, das war jetzt... Ich fand es schon irgendwie nicht so gelungen, dass wir da jetzt ein Fenster in, weiß ich nicht, Cthulhus Hinterhof aufmachen. Mit den Ameisen hätte ich noch verstanden, aber dann dieses Monster so zu beschreiben, das nimmt dann wieder so ein bisschen den Horror raus. Ja. Diese Welt, die er da aber trotzdem beschreibt, dieses, die Realität ist nicht existent oder dahinter ist was anderes. Diese Kurzbeschreibung, die bis zu diesem Monster, da kommt es bis zur Mutter, die fand ich echt cool und ich musste irgendwie total an John Sinclair denken. Keine Ahnung warum. Dann ja, ohne Mutter hätte es vielleicht noch echt gut funktioniert, ja. So. Und da wäre vielleicht auch ein bisschen Lovecraft zielführender gewesen, weil er, weiß nicht, wer es gesagt hat, Lovecraft beschreibt ja nicht so im Detail. Lovecraft hat ja immer diesen unaussprechlichen Schrecken und dies, das. Vielleicht hätte man es einfach dabei belassen sollen. Ich weiß nicht, kennt ihr Nightmare on Street 5 ist es, glaube ich. Nee. Wenn Freddy irgendwie so seinen Pullover hochzieht und überall auf seinem Bauch die Gesichter seiner Opfer so auftauchen. Ja, es ist genauso, wie es klingt und so ungefähr, das hatte ich auch vor meinem Gesicht. Also wie ein 80er-Jahre-Special-Effekt, der gut sein soll, aber nicht das kann, was er eigentlich rüberbringen soll. Aber das Schlimme ist, ich meine, er konnte das ja mal. Wenn du zum Beispiel denkst an Ich bin das Tor, da haben wir ja auch so ein Element von Body-Horror drin. Und das war gut, das hat funktioniert.
Aber das ist doch eigentlich wieder das, was ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich glaube, dass King inzwischen auch nicht mehr alles, ja, dass er da irgendwelche Leute hat, die das für ihn machen und ja. Oder er wollte noch ein bisschen Frankenstein unterbringen und einfach so ein zusammengestoppeltes Monster noch beschreiben. Gehen wir, da kommen wir gleich drauf. Mein nächster Punkt ist dies, wo ich sagen muss, ich habe die Mechanik nicht verstanden. Das ist mein Problem am ganzen Buch. Ich habe die Mechanik nicht verstanden. Dass dann dieses Monster kommt da raus, es wird erschossen, es kommt also nicht in unsere Welt rüber. Okay. Und dann, nur weil unser Protagonist diese Verweigerungshaltung an den Tag legt, ist einerseits, dass er für etwas Schlimmeres aufgespart wird, zumindest glaubt er das. Und alle anderen, die in dieser Konstellation mit Charles verbandelt waren und Teil dieses Stromnetzes waren, die werden wahnsinnig und bringen sich gegenseitig um, beziehungsweise ihre nahen Angehörigen und so weiter. Okay, sehe ich vielleicht ein, macht vielleicht Sinn, fand ich jetzt nicht so doll, aber ich fand es auch ganz cool, dass der Bruder einen Knack weg hat. Unter dem Aspekt, dass ich mir dann nachträglich damit schönreden konnte, okay, er hat dieses Wissen und diese Spielerei mit diesen anderen Welten und Wesen und so weiter schon als junger Mann, als er die erste Heilung gemacht hat, in den Fingern gehabt. Ja. Nur deswegen. Aber, und das ist wieder so ein Punkt von, wir haben ja so viele Dinge verschenkt, der Bruder ist Astrophysiker oder zumindest irgendwie Astronom oder sowas. Wie viel geiler wäre es gewesen, wenn der Bruder den Knack weg gehabt hätte, nicht weil er die erste Heilung war, weil, wie gesagt, wir haben ja nie richtig etabliert, ob das diese Elektrizität war, sondern weil er als Astronom den kosmischen Teil des Cosmic Horror in dem Moment gefunden hätte. Weil eben dieses Tor aufging und dann hätte sich plötzlich im Universum ein Loch aufgetan. Wie geil wäre das gewesen? Das wäre episch. Allein die Vorstellung. Aber warum müssen wir denn dann überhaupt etablieren, dass der Astronom ist? Genau. Und dann stell mir vor, wir bleiben dann noch in der Geschichte und wir haben nicht Astrid, sondern seine Nichte. Ja. Das wäre doch, für die würde er das sofort machen. Ja. Und bei Astrid kann ich es nicht nachvollziehen. Ja, das ist, es ist viel verschenkt, so viel. Und dann ist halt, wie gesagt, das sind so viele Dinge drin, die Lovecraftig wären und die er ja auch kennen muss. Ich meine, deswegen habe ich auch gesagt, diese Motivation von haha, euer Glaube ist eine Lüge als Motivation, der funktioniert halt für mich nicht. Hey, wäre aber die Motivation dieses Thema Resurrection gewesen, dann hätten wir Lovecraft zum Beispiel alleine schon wieder drin durch Herbert West, dann wäre das auch darauf wieder ein freundliches Winken gewesen. Aber auch das machen wir ja nicht. Also er will hier gerne Lovecraft und Lovecraft-Universum und so weiter, alles schön und gut. Aber er macht's an den falschen Punkten und er bringt's nicht zu Ende. Ja. Und genauso wie die Mysterious Vermis ist ja auch eigentlich keine Lovecraft-Sache, sondern erst in zweiter Instanz, denn eigentlich ist es ja eine Bloch-Sache. Nur um des Klugscheißens willen. Ja, natürlich. Und natürlich hat dieses Buch auch nicht Lovecraft zum Necronomicon inspiriert, sondern es war natürlich genau andersrum. Das lasse ich ja noch als künstlerische Freiheit gelten, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ja, und vor allem das nächste Ding ist ja, die Mysterious Vermis ist ja dieser ganze Punkt von Zersetzung, ist dieser ganze Punkt von Leben und Sterben und Dünger und Leben, das dir unter den Händen im Prinzip zerfällt. Na? Und auch da wäre da eine Wiederbelebungssache drin gewesen als Motivation. Egal, ob jetzt für die Pfarrersfrau und das Kind oder für die Schwester unseres Protagonisten. Dann wäre das wieder im Kontext von dem Mysterium des Wärmes sinnvoll gewesen. Aber das hat ja nichts mit der Vorlage zu tun. Nichts. Das ist nur Name-Dropping. Mehr ist es nicht. Ja, natürlich. Und dann nicht mal gut. Dela, manchmal feiere ich dich sehr. Aber du hast recht.
Du hast einfach recht. Ja, es ist so. Das darfst du ihr nicht sagen. Egal. Was mich daran ärgert, ist, es wäre ja wirklich einfach gewesen. Er hätte nicht mal seinen Plot umstellen müssen. Er hat all diese Elemente, hat er drin. Er hat sie nur absolut nicht angefasst. Und ich verstehe nicht, wieso. Ja. Naja. Gut, möchtet ihr noch irgendwas dazu sagen oder wollen wir noch ein bisschen in die Querverbindungen und sowas gehen? Ja, ich will mal eine, ob es eine Querverbindung ist, ich möchte auf Ray Bradbury zu sprechen kommen. Okay. Also es ist nur bei meiner Recherche mich auf eine Story gestoßen und die war mit Sicherheit auch eine Inspiration für diese Geschichte. Bradbury hat in einem Essay in den 80ern mal eine Geschichte beschrieben, die ihm angeblich in seiner Kindheit passiert ist. Okay. 1932 war er nämlich auch auf so einem Jahrmarkt und traf dort einen Magier namens Mr. Electrico. Ja, Bradbury war damals 12 Jahre alt und sein Onkel war gerade ermordet worden. Und es war so sein erstes Aufeinandertreffen mit der Sterblichkeit. Und da traf er dann diesen Mr. Electrico, der mit seinem Wanderzirkus da unterwegs war. Und der saß wohl mit einem Schwert in der Hand auf einem elektrischen Stuhl, hat sich so richtig viel Strom gegeben. Je nachdem, wann es erzählt wurde, variieren diese Zahlen wohl. Und seine Haare standen auf, es sind Funken zwischen seinen Zähnen hin und her gesprungen. Und dann hat er dieses Schwert genommen und hat es so über die Kinder in der ersten Reihe geführt und es ist überall Funken und Feuer. Und als er dann zu Bradbury kam, hat er ihm die Hände auf die Schultern gelegt, hat das Schwert so ihm vors Gesicht gehalten und die Funken sind übergesprungen und dann hat er zu ihm gesagt, lebe für immer. Und am nächsten Tag war Bradbury erst auf der Beerdigung seines Onkels und ist danach nochmal zu dem Zirkus gegangen und hat diesen Zauberer wieder getroffen und der hat ihm gesagt, ja, wir haben uns schon einmal getroffen, du warst mein bester Freund in Frankreich 1918 und bist dort auf dem Schlachtfeld in meinen Armen gestorben und jetzt bist du wieder hier wiedergeboren in einem neuen Körper mit neuem Namen, willkommen zurück. Und das, ob es wahr ist oder nicht, Bradbury sagt, das hat ihn natürlich zu vielen Geschichten inspiriert, auch zu The Illustrated Man, wo es ja auch so um Wanderzirkus geht. Und diese Geschichte, also King muss die gekannt haben, weil da ist so viel drin, ja. Dass er hier verarbeitet hat. Aber ich finde es eine nette Geschichte. Mhm. King oder der Ghostwriter? Ich glaube, King schreibt selbst, er ist halt nur alt geworden. Ja, machen wir weiter mit den Querverbindungen. Papas Auto im Rennen hat die Nummer 19. Die 19 verfolgt uns auch weiter, zum Beispiel, ich glaube, die Telefonnummer von Astrid. Also es gibt ein paar Momente, wo die 19 auftaucht. Sehr schön fand ich, dass die erste Band erst die Gunslingers und dann die Chrome Roses hieß. Mhm. Dann, unser Priester hat ja in Joyland gearbeitet, erwähnt er. Genau, und er benutzt auch, also Jamie benutzt gerne den Satz, das Leben ist ein Rad. Mhm. Ja. Genau, und ansonsten haben wir so ein paar geografische Annäherungen, also Harlow, wir haben Jerusalem's Lot, wir haben Castle Rock, also das Übliche. Wir haben noch ein paar, das Auto mit der Nummer 19 ist ein Plymouth Belvedere, das war ein Modell, was in der Verfilmung von Christine auch verwendet wurde. Mhm. Nett. Wobei Christine selber war ein anderes. Ich habe da den Überblick verloren. Mhm. Wir haben den Begriff Tölpel, der in Joyland und Dr. Sleep auftaucht. Das ist aber, glaube ich, so ein fester Bestandteil dieses Schausteller-Slangs. Ja, es ist immer in diesem Kontext. Ja, genau. Ja, dann haben wir noch eine Namensgleichheit. Wir haben Kathy Morse, die auch in der Kurzgeschichte Böser kleiner Junge auftaucht. Mhm. Hat aber wahrscheinlich hier mit nichts zu tun. Ja, was hast du ja schon gesagt? Wir haben
Derry, wir haben den Ort May, Oklahoma, da ist Tom Cullen geboren in Das letzte Gefecht. Und wir haben eine Mrs. Moran, die Lehrerin von Jamie, die war früher auch Lehrerin in Derry. Und sie hat einen Teil des Clubs der Verlierer in Es unterrichtet. Mhm. Ja, Symbolik habe ich mir hier nicht angetan, weil, nein, sehe ich nicht ein. Er hat sich selber nicht die Mühe gemacht, sich da eine Handlung zurechtzuschreiben, die Sinn macht. Da gebe ich mir nicht die Mühe, da Subtext reinzulesen, nur um mir das Buch schön zu reden. Habt ihr was? Nö. Nichts. Okay. Nee, Symbolik nicht wirklich. Gut. Ja, wir haben ja schon einiges besprochen. Ich gucke gerade in meinen Listen, aber ich glaube, ich habe jetzt auch nichts Großartiges mehr. Wie sieht's bei dir? Die Querverweise, die ich habe, die sind noch ein bisschen sparsam. Irgendwo wird nochmal die Band The Standells erwähnt, deren bekannteste Song ist Dirty Water. Das ist unter anderem die Hymne der Boston Red Sox. Es kam in Faithful vor. Und irgendwo kam mal das Wortspiel Hope Springs Infernal. Ich glaube, von der Mutter von Jamie. Und ja, es bezieht sich auf Hope Springs Eternal. Das ist ursprünglich von Alexander Pope und war das Motto von Pin-Up. Mhm. Also aus den Jahreszeiten für den Frühling. Da auch wiederum als Wortspiel halt mit Spring und so. Mhm. Ja. Gut. Flo, wie sieht's denn hier aus mit Verwertungen? Ja, es gibt die üblichen Hörbücher und ein Filmprojekt von Mike Flanagan, der unter anderem das Spiel und Dr. Sleep gemacht hat. Das scheint aber wohl auf Eis zu liegen, was, wenn ich mir die anderen Filme angucke, vielleicht nicht das Schlechteste ist. Habt ihr hierfür denn Zitate? Ich hätte eins. Mhm. Alles beginnt mit einem E. Mhm. Okay. Ich habe diesmal keins. So. Daheim ist dort, wo jemand will, dass du länger bleibst. Ja, das hatte ich auch. Das ist super. Mhm. Jan? Wenn du dich besser fühlen willst, nimm irgendwas ein Stück Scheiße. Meistens hilft's. Okay. Und ich habe, und das ist der beste Satz im ganzen Buch, nicht Tod, nicht Licht, nicht Ruhe. Gut, dann bleib... Und ich habe tatsächlich noch einen. Die brillantesten Geschichtenerzähler der Welt sitzen in ihren Häusern. Mhm, sehr schön. Okay. Dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und ich würde sagen, Jan, fang du mal an. Ich fange an? Ja. 0 bis 19, wie immer. 0 bis 19, ja. Also grundsätzlich hatte durchaus ein bisschen Spaß beim Lesen, was eher an dem Erzählstil liegt als an der Handlung. Ansonsten, ja, wilde Mischung aus ja, relativ uninteressanten Hauptpersonen, Religionskritik ein bisschen. Ja. Meine Bewertung, ja, wir haben schon gesagt, alles beginnt mit einem E, also meine Bewertung auch, ich gebe eine 11. Okay. Jonas? Mir hat es eigentlich ziemlich Spaß gemacht, das Buch. Deswegen, ich gebe mal 15 Punkte. Okay. Ich bin da doch deutlich drunter. Ich war ungefähr 8 Stunden im Buch und habe mich gewundert, warum passiert hier eigentlich nichts? Und einer der Rezensenten, die ich so gelesen habe in diesem Internet, hat es mit Die Arena verglichen. Und ja, ich muss zugeben, so schlimm ist es nicht, aber es ist schon, naja. Dafür, dass mir Lovecraft versprochen wurde, ist es mir zu dünn, bin ich ganz ehrlich. Ich musste aber erstaunlich wenig schreien, aber es ist halt auch so bedeutungslos, dass ich es morgen wieder vergessen habe. Deswegen komme ich bei ungefähr 12 Punkten raus und das muss reichen, aber es ist, glaube ich, besser als die letzten Bücher, die ich so bewertet habe. Ja, Lea, du bist dran. Ich würde allein, weil David Nathan es vorgelesen hat, liebgemeinte 5 Punkte geben, mehr nicht. Das war der Grund, warum ich aufgehört habe, Stephen King Bücher zu lesen. Und es hat mich auch jetzt überhaupt nicht mitgenommen. Die neueren sind wieder ein bisschen besser, aber das Buch, nee, sorry. Okay, und Flo? Ja,
Ich bin auch natürlich mal ein bisschen so über die Rezensionen im Internet gegangen und man ist da sehr unentschieden. Die einen sagen, geil, das Beste, was er seit langem geschrieben hat, und andere sagen, hä? Ich bin auch in ein ziemlich evangelikales Rabbit Hole gefallen bei den Rezensionen. Das war gruseliger als das Buch. Aber ich hatte Spaß damit. Ich fand's, wir haben drüber geredet, es hat viele Fehler, aber es hat mich richtig gut unterhalten und ich bin da auch bei Jonas, ich gebe auch 15 Punkte. Okay. Habe ich euch jetzt alle oder habe ich irgendjemand vergessen? Nee, ich habe alle, ne? Ja, gut. Ja, gut, dann bleibt mir, glaube ich, nicht viel übrig, als mich bei euch zu bedanken, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, könnt ihr das gern tun. Guckt einfach in unsere Leseliste. Wie gesagt, weiter geht's jetzt mit Kurzgeschichten. Meldet euch einfach. Nein? Nein, wir haben erst doch Finderlohn, dann geht's weiter mit Kurzgeschichten. Ja, aber da haben wir ja, Finderlohn ist ja quasi schon sowas wie produziert. Das schafft ihr nicht mehr rechtzeitig. Die nächste Folge, wo ihr theoretisch als Gast dabei sein könntet, wären dann Kurzgeschichten. Jetzt habt ihr mich rausgebracht. Ja. Genau, also als nächste Folge, die ihr anhören könnt, geht's mit Finderlohn weiter und ansonsten mit Kurzgeschichten. Wie heißt die Sammlung, Flo? Bazar der bösen Träume. Vielen Dank. Und wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, haut uns einfach auf den üblichen Kanälen an. Wenn ihr mit der Quellenlage nicht versorgt seid, ist das kein Problem, dann sagt uns Bescheid. Wir würden uns dann darum kümmern, dass sich das ändert. Ansonsten braucht ihr nicht viel, ihr braucht nur ein Mikrofon und irgendwas zum Reinsprechen, also... Ansonsten, ihr braucht weder Mikrofonerfahrung noch Stephen King-Erfahrung. Wir nehmen auch gerne Neulinge. Gut, das war's an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich auch bei unseren Gästen. Lieber Jan, vielen Dank. Ebenfalls vielen Dank. Ebenfalls vielen Dank, liebe Lea. Es war mir immer eine Ehre. Dasselbe geht von meiner Seite aus. Vielen Dank. Natürlich auch vielen Dank an den wundervollen Jonas. Es war wie immer sehr schön mit dir. Hat Spaß gemacht. Und an den großartigen Flo, es ist wie immer wundervoll mit dir. Das fand ich auch. Und eine Kleinigkeit noch. Ihr kennt vielleicht die Simpsons-Episode, in der Stephen King auftaucht. In der er sagt, er schreibt jetzt keine Horrorgeschichten mehr, sondern eine Biografie von Isaac Newton, wie ein Drachen steigen lässt in einem Gewitter und damit die Tore der Hölle aufreißt. Das war besser als das Buch. Aber... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.